Servus Leute, heute habe ich zwei Raids für euch, einen ganz kurzen auf Factory und einen etwas längeren auf Interchange und zwar zu dem Event. Ja, das Boss-Event, die Hustle-Quest und die Tourists-Quest, musste man einmal die Goons auf Factory finden, alle in einer Runde töten und wieder raus und dann dasselbe mit allen Scav-Bossen, die in dem Fall bei mir auf Interchange waren. Die waren immer zeitlich woanders, bei mir war es dann auf Interchange und ja, wie ich die beiden Quests erledigt habe, wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Der erste auf Factory etwas schneller und dann auf Interchange. Der hat sich etwas gezogen, aber am Ende habe ich es geschafft. Und war, wenn ihr das Video seht, ein echt gutes Event. Hat Spaß gemacht. Und ja, ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Das war ein heftiger Treffer mit der KS. Wow. What? Scav? Oh. Servus. Nice. Man muss bloß Glück haben. Ach komm. Haben wir also die Quest. Muss ich noch überleben? Oh ja, ich muss surviven. Okay, raus hier. Hallo, danke. Man muss tatsächlich surviven, ey. Holy shit. Ja, die sind hin und wieder Bots und hin und wieder sind sie es nicht. Hin und wieder sind sie es nicht. Hey Sentinel, servus la. Sorry an alles, was ich jetzt überlesen habe. Passt. Die Typen sind genau neben denen gespawnt. Sind mir in die Arme gelaufen. Schauen wir mal. Interchange. Mal sehen, ob ich die Bosse jetzt auf einer Map außerhalb von Shoreline sehe. Ich wäre begeistert. Ums Office? Ne, die können überall spawnen, auch wo Scav spawnen. Die müssen nicht am Office sein, die können überall auf der Map sein. So. Ich wäre für irgendwelche Infos, wer wo spawnt auf Interchange, sehr dankbar. Aber irgendwie glaube ich, hier werden wieder keine Bosse sein.
Da ist was. Das ist Gluha. Okay, sind da. Okay, Gluha hier in der Mitte. Holy fuck, der war genau vor mir. Sie sind da. Gluha in der Mitte. Sagila und Killer werden wieder zusammen sein. Wahrscheinlich oben, wurde vorhin mal gesagt. Hinten ist jemand. Ja, das ist er. Steht er. Ich glaube, der hat Killer hier den getötet. Sturmmann. Nee. Vielleicht nicht. Gefährlich, was ich hier mache. Okay. Ah, es ist Reshalla hier, okay. Reshalla haben wir. Alright. In der Mitte laufen noch Guards rum, muss ich aufpassen. Von Luha. Oben Killer Tagilla. Im Idea wird dann entweder Senator oder Sturmmann sein. Und hinten wahrscheinlich am E-Werk wird noch einer sein. Also ich denke mal, das sind die Positionen. Kann jemand bestätigen, dass jemand am E-Werk ist? Ist auch Surfer. Normaler Scav. Killer Tagilla finden wird schwierig, ey. Oh, ich höre jemanden schreien. Im Goshan. Normaler Skiff. Oh,
Auch normaler Scav. Ich glaube, die werden nicht oben sein, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, hier unten im Goshan sind Killer unter Killer. Da hinten hat er geschrien. Sanitar, glaube ich. Alrighty. Doch ne jetzt. Okay. Wo sind Killer und Tagilla? Jetzt auch eine Schnitte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Sturmann im Idea ist. Vielleicht sind Killer und Tagilla im Idea. Und Sturmann hinten am Ding. Also im Idea, Sturmann fehlt und Killer und Tagilla. Killer immer kommen. Sicher? Ich hatte gerade... Wie heißt sie? Hustle. Ich hatte Gluha in der Mitte. Aber ja, Killer in der Mitte würde Sinn machen. Killer unter Killer. Vermutung. Ach so. Bitte, dann brauchen wir nicht schauen. Ja, wir gehen in die Idee. Killer, Tagilla im Idea und Sturmann hinten an der... am E-Werk. Würde Sinn machen, finde ich. Hey, Dr. Metern Rasen. Ja, Ewerk würde Sinn machen. Oder Killer und Tagilla sind tatsächlich irgendwo... Oh, da ist Sturmann. Okay, Killer und Tagilla noch. Wo sind die zur Hölle? Sind sie vielleicht echt oben? Die sind nicht im E-Werk.
kommt was die Rolltreppe runter. Привет. Björn Peters, vielen Dank für den Follow bekommen. Killer war gerade auf Shoreline Kino. Ja, ich habe hier gerade die Bosse. Killer und Tagilla sind auf jeden Fall noch hier im Mondschein. Ich habe schon alle bis auf Killer und Tagilla. Und ein Parkhaus? Ich weiß es nicht. Also ich gehe jetzt oben nochmal gucken und dann gehe ich unten das Parkhaus durch. Doch, 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 doch. Spartaner, danke für die 200. Habe ich mich erschreckt. Danke fürs No. Ich höre da hinten irgendwas. Ich habe mich auch verjagt, ey. Nee, Dani hat er nicht. Das ist irgendwie, irgendwas ist da anders. Nee, eben nicht nervt. Da hinten sind sie. Da sind sie, da sind sie. Skev? Warte, noch lange für den Prime. Danke für den Prime im dritten. Seems good, seems good. Willkommen zu Gnabo-Falle, danke, dass du den Prime überlässt. Danke, Brandy, danke für die 500, guten Morgen. Ich habe ihn hier gerade gehört. Heute. Mach mir nicht fertig. Killer und Tagilla oben in der Mitte. Was denkt ihr? Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Ich drücke euch, vielen Dank für Follow, willkommen. Da steht er. Killer dead.
Er hockt hier irgendwo in der Ecke. Er rennt wieder. Er ist weggerannt. Er ist hier vorne wieder rumgerannt, ziemlich sicher. Ja. Keine Nades mehr. Oh boy. Jawohl. Let's go. Loot mir noch kurz. Lass noch was Gescheites kommen. Schade. Na du? Ring Chain. Okay. Oh boy. Einer Boss hat ein Backpack. Ich gehe jetzt raus hier. Wir gehen jetzt zum Railway. Ruhe, ich muss noch raus. Mach die Magazine voll, ja. Gleich. Ja, Daniel, servus. Heißen die Quests eigentlich beide Hustle?
Läuft ganz gut, Suppenheini. Ich war komplett solo. So, Leute. Macht mal Hallo YouTube. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Event Quest done. Alle Scav-Bosse. Alles 65.000 XP, holy shit. Einmal Gluhar, einmal Reshala. Also Gluhar übrigens in der Mitte unten vorm Kiba. Reshala im Idea. Dann Senitar war im Goshan. Sturman war im Idea. Reshala war im Oli. Sturman im Idea. Und Tagila und Killer oben in der Mitte. So, macht mal Hallo YouTube, wundervoll. Wir geben die Quest natürlich ab und sahen mal ein bisschen T7 und sowas. Bei wem war das Peacekeeper, ne? Spammt mal ordentlich rein. Die Quest geben wir natürlich noch ab. Genau, alle Hallo YouTube. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich auf Shoreline schaffe und dann nachts auf Interchange. Nachts auf Interchange, ich sag's euch. Darko, danke schön für die Order Bits, danke fürs Ding 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 und den Support. Heute genau richtig gekommen, ne? Also, Peacekeeper, Hustle Quest, dann complete. Wir kriegen übrigens einen T7, eine SIG und $60.000, was echt viel ist. Was echt viel ist. Complete, boing, Peacekeeper, get. Hier, ein T7 wird natürlich aufgehoben und hier erstmal ordentlich $60.000. Wundervoll, wundervoll.